Nur für alle Fälle. Genau. Ansonsten hier auch vorne Leder überall. Ja. Hier sogar für die Fahrerseite mit Licht. Das ist die Kamera. Sogar mit Licht kann man schön die. Ja, kann man sich schon schminken. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass er schon ein bisschen dreckig ist. Ja? Allerdings, ganz ehrlich, ich finde, ein Pickup, der nicht ein bisschen dreckig ist, ist in meinen Augen ein Krüppel. Weil ich habe mir das Auto ja nicht geholt, um die ganze Zeit nur schön sauber auf der Straße zu fahren. Sondern es soll natürlich auch ein bisschen dreckig sein. In dem Fall sieht er jetzt so aus. Er ist jetzt nicht so dreckig, wie er sein könnte. Ne? In Forza Horizon habe ich hier so eine Strichliste mit Hatern. Ne? Hater-Kill-Liste, die kommt ja auch irgendwann mal drauf in Ruhe, wenn ich mal irgendwann ein bisschen Bock drauf habe und so weiter, will ich auf jeden Fall machen. Was hier natürlich praktisch ist, ist der Einstieg, ist auch fest, also es ist nicht irgendwie nur Zierde, sondern es ist wirklich trittfest, sollte es auch sein. Sogar Steckdose, genau, natürlich elektrischer Fensterheber ringsherum. Ich finde es immer witzig, wie klein eigentlich eine Bremse sein kann. Ich kenne halt noch diese riesig langen Hebel für die Bremsen. Da waren die Bremsen echt riesig. Ach ja, was man dazu sagen sollte auch noch, Automatik. Natürlich hat er Vierradlast, ist natürlich, wenn man jetzt ganz besonders schwere Lasten hat. Man kann ja hinten auch zum Beispiel Aufbauten drauf machen. Moment. Und dann hat man eine wunderschöne Möglichkeit für einen Aufbau. Dann kann man zum Beispiel unter anderem einen Aufbau drauf machen. Ja. So, genau. Ich habe aktuell ein bisschen was geladen, weil ich noch einkaufen muss. Ach so, genau. Ich muss dann einmal ganz aufgehen, damit man es wieder zuziehen kann. Genau. Hat auch hier die Möglichkeit, natürlich aufgemacht zu werden. So, und das Schöne ist, das Teil hat so hohe Last hinten, dass ich mich ohne Probleme da drauf sitzen kann. Mit meinen 180 Kilo, weil das hat 230 oder 250 Kilo Last. Ja, allerdings ist das so hoch, dass sogar ich mit meinen über 1,80, 1,90 in der Luft schwebe. Genau, dann haben wir hier die schwarze Rückscheibe natürlich. Seitenscheiben hinten sind auch schwarz. Natürlich haben wir hier auch die Wasserfänger bzw. die Windfänger. Windfang heißt das hier. Ist da befestigt ringsrum. Ist auch cool, dass es dran ist. Ich mag sowas. Wir hatten früher, als ich ein Kind war, auch ein Auto dafür. Dann habe ich hier auch noch eine Rückfahrkamera. Hier und ein Vorzeichen. Hier habe ich Sensoren fürs Rückfahren. Das heißt im Normalfall, ich kann schon mal gar nicht irgendwo dagegen fahren. Wenn ich einparke oder so, was jetzt bei mir nicht unbedingt ein Problem ist, aber bei so einem Schiff, ja, das ist ja echt riesig. Ich meine, ich stehe hier jetzt ganz normal. So, ich stehe jetzt hier ganz normal aufrecht und ich kann gerade mal so vor meiner Brust meine Arme verschränken und bin dann wirklich so riesig, dass ich daran so stehe. Voll krass. Aber man muss ja dazu sagen, Pickups sind ja grundsätzlich eigentlich immer größer. Es gibt auch kleinere Pickups natürlich. Aber ich persönlich finde diese riesen Pickups eigentlich ziemlich geil. Wow. Wenn ich in dem Tempo weitermache, dann werde ich in ein paar Jahren einen LKW fahren. Auf den Kugelkopf werde ich demnächst einen Tennisball abschneiden und einfach draufstopfen. Das ist dann vollkommen in Ordnung, das ist kein Thema. So, genau, das ist eigentlich auch soweit alles. Man kann sich hier festhalten. So. Damit man auch schön ins Auto reinkommt. Natürlich habe ich jetzt die dritte Variante benutzt. Sonst wäre ich ja nicht reingekommen. Beziehungsweise man kommt auch so rein. Wenn man so riesig ist wie ich, kann man auch zuerst mit dem rechten Bein rein und sich dann reinziehen. Das ist auch kein Thema. Aber das Trittbrett, wenn ich schon habe, warum soll ich das nicht nutzen? Gut, natürlich im Innenbereich ist er relativ leise. Hat auf jeden Fall einen richtig schönen Sound, röhrt richtig geil, was der immer gleich loslegt. So, genau, ansonsten Bordcomputer, alles natürlich dabei. Scheibenwischanlage kann man einstellen, wie schnell sie wischt, wenn sie im Einzelmodus ist. Und ich entdecke fast jeden Tag, wenn ich fahre, was Neues. Ich kenne das nur bei meinem Auto.